Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast. Mit dabei wieder LK Free First. Und der Sir Craddox. Und hallo. Ja, diesmal habe ich ein bisschen anderes Startbild und ich schau mal kurz wieder in den Himmel. Und zwar, wir haben hier unseren Electric Furnace mit Kohle drin und voller Energiebalken. Und hier unsere, nee, das ist der Electric Furnace mit einer vollen Energie. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel Stein mal schnell braten. Und es geht, glaube ich, soweit ich weiß, auch schneller als beim normalen. Ja, es geht schneller auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, wofür wir diesen Stein dann brauchen werden, aber ich brate ihn jetzt mal, um EP zu kriegen. Einfach mal rein aus Prinzip. Allein, okay, um EP zu kriegen. Bei mir seht ihr jetzt gerade einfach gar nichts. Und falls wenn der Server laggt, dann entschuldigen wir uns dafür. Sacredux muss leider noch ein Video hochladen. Und das ist halt so. Und bei mir geht's noch. Bei mir, ich find's nicht so störend. Also, wenn ihr es störend findet, kann ich auch nichts für. Ärgert euch grün und blau, ist mir scheißegal. Genau. Und ich finde hier Kohle und ich erinnere mich, dass ich letzte Folge Tin suchen wollte. Erinnerst dich, ja. Das braucht jemand zu wissen. Genau. Im Hintergrund habe ich jetzt übrigens eine andere Playlist laufen. Und zwar von KST Beats. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, der ist ein alter Nachmacher und hat mir jetzt dann nachgemacht und verwendet jetzt auch KST Beats. Ja, vorher kannte ich KST Beats nicht so richtig. Aber ich habe es jetzt halt kennengelernt und ich und liebe es. Geil. Wie ich halt. Wie gesagt, jetzt sind wir. Wir haben letztes Mal noch über die Stile gesprochen, das weiß ich schon, ohne den Trick von Sir Craddox. Ja, stimmt. Weiß ich es noch und. Ja, wir haben schon beide halbwegs den gleichen Stil, aber keine Ahnung, er hatte halt vorher die Musik noch nicht. Jo. What? Was hat der denn gerade gesungen? When I see back oder sowas? So. Was haben wir also, wie gesagt, ich find die Musik echt schön von denen. Die beruhigt mich irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht wieso, aber sie ist beruhigend für mich. Tin. Okay, wir haben immer noch kein Tin gefunden. Ich finde dauernd hier so Aluminium ist so anderes. Aluminium ist auch wichtig. Also wir brauchen ganz viel Bronze übrigens noch für andere Rüstungsteile. Okay. Ja, Bronze, ja, da brauchen wir Tin für und Kupfer. Ja, egal, Aluminium braucht man sicherlich auch für irgendwas. Oh, nein! Ich hab mich gerade fast selber umgebracht. Für was brauchen wir. Braucht man Aluminium? Wie bin ich hierher gekommen? Bin ich? Okay, ich hab nur noch zwei Leben. Für was braucht man Aluminium? Bruder, keine Ahnung. Weiß ich gerade gar nicht. Oh, was hab ich denn hier gefunden? Oh, ganz unvorbereitet! Nein, wirklich unvorbereitet. Nein. Ja. Ja, was war das? Nein, ich glaube, ich habe es nicht eingesammelt. Ich habe es nicht bekommen, verdammt. Boah, das sah mal ganz komisch aus. Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Keinen einzigen Let's Play. Das war so. Ey, kennst du diese Erdblöcke, wo da sowas Orangenes durchgeht? Was Orangenes durchgeht? Ja, so. Ja, da ist halt so orangene Striche sind da drauf. Ja, kenne ich so halbwegs. Ja, und sowas habe ich gerade mit Stein gefunden. Okay, vermutlich ist es einfach irgendein Erz noch in Stein drin. Ja. Irgendein besonderes Steinerz. Boah, und ich muss mich mal. Und unser Sir Craddox sticht sich gerne an diesen Kristallen. Ja, gerade schon wieder. Alter. Und zwar, ich demonstriere das mal kurz, wie das vonstatten geht. Ich baue jetzt mal zwei hin. Wenn man sich da hinstellt, dann wird man elektrogeschockt. Soweit ich jetzt weiß, weil es sind Quarzkristalle. Und sobald man Quarzkristalle auf Quarzkristalle drauf drückt, Alter, ich kann nicht mehr sprechen. Geben sie elektrische Stöße ab. Und deshalb denke ich, das ist es. Und das da habe ich gestern noch aus Iron Shards gemacht. Iron Shards. Nein, aus diesen komischen Teilen da, warte, aus diesen hier. Das war nicht gestern, das war heute Morgen. Lightning. Ja, das braucht niemand wissen. Lightning Psychorium.
Aus dem habe ich einmal den hellen aus dem Lightning Psychorium und einmal den dunklen aus dem Dark Psychorium gemacht. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, dieses Zeugs, aber es ist geil. Nein, ich zocke kaputt. Warte mal, braucht man dann nur einen Vierer? Nee, man braucht einen Neuner, gell? Ja. Also ich mache jetzt noch einen roten Block, weil ich den gerade so schön finde. Ja. Ah, das ist cool. Also ein Case to Beats geht einfach insgesamt in Richtung Beat und ich find's geil. Ja, ich auch mittlerweile, seitdem ich's gefunden habe. ich hab dich gefunden in der letzten Sekunde. Ich mach mir gerade einen Ofen, damit ich mir hier kurz ein bisschen was einschmelzen kann. Aber ich brauche nämlich wieder eine Spitzhacke, deswegen. Kohle? Da Kohle. Was? Ich habe nur 6 Eisen. Ernsthaft? Wieso habe ich nur 6 Eisen? Nein. Kupfer habe ich 14. Gold, Gravel, Kohle, Silber. Das geht auch mal dahin. Ah, ich habe Ruby gefunden. Daraus kann ich mir jetzt schon mal ein Schwert machen. 2 Stück. Ruby Sword. Ja, das kann man wegwerfen. Hey, ich weiß gerade nicht. Achso, ich wollte das da machen. Ich brauche Redstone. Haben wir das? Redstone habe ich fast 2 Stacks, ja. Und woher kriegt man Farbstoff? Aus Rosenrot, also aus Rosen, oder aus Knochenmehl kriegt man. Wie kriegt man grünen Farbstoff? Grünen Farbstoff. Warte. Mist, wir müssen dafür einen Nether, bevor ich das machen kann. Scheiße. Green. Gute Frage. Ah, da. Kaktus, aus Kaktus. Mist. So. Aber wie gesagt, wir müssen in Nether, um dies zu machen, und zwar um das Inverted Psychorium Lamp zu machen. Okay, Inverted Lamp, ja. Ja, Psychorium Lamp halt, wohlgemerkt. Du kannst es dir dann mal anschauen. Wir haben hier jetzt eine Wand mit Weiß, also halt Lightning, Schwarz, Dark, Red und grüner Psychorium-Block. Und ich finde, sie sehen echt geil aus, die Teile. Ich weiß zwar nicht, was sie bringen, aber sie sehen geil aus. Nein! Blow up! Also, Creeper. Mama! Meine Sachen sind Lava gefallen. Mist, man braucht immer einen. Hallo, meine Sachen sind in Lava gefallen. Scheiße. Ja. Da, du kannst es mal sehen, da in der untersten Reihe. Green Psychorium. He died. Das unterste Item. Ja. Das braucht man dafür. Und der Server ist gerade ein bisschen. Ja, das ist gut. Rabbi, warte, ich brauch 2 Rabbi. Ah, Junge, lass mal. Okay, ich brauch mal 2 Saphir. Dann kann ich mir wieder ein Schwert schnell machen. Grün Saphir, da sind. Was, mit 2 Saphir kann man sich ein Saphir-Schwert machen? Ja. Geil. Kann man das auch mit Rabbi machen? Warte, schmeiß mir mal noch nochmal 2 Saphir hin. Dann mache ich dir gerade eins mit. Halt, nee, Moment, ich wollte aber, geht es auch mit, mit 2 Grün. Ich wollte ein grünes Saphir-Schwert. Ja, wenn wir grün haben. Ja, Green Saphir, dann mach ich das. Ja, habe ich dir 2 hingeschmissen jetzt. Ah, okay. Ja. Ist es stärker als ein Eisenschwert? Ich glaube gleich stark, aber es hält viel länger. Ich bin der grüne Ritter. Nicht der Blau. Warte mal, ich möchte mal schauen, wie viel Damage du kriegst, okay? Okay. 3,5 Herzen. Warte.
Jetzt warten wir, bis ich sie aufgefüllt habe und dann schlage ich dich mal mit dem Steinschwert. Eisenschwert. Hm? Stein, Eisen ist alles das gleiche. Boah, ich hoffe wirklich, dass nicht alle Sachen irgendwie in Lava gefallen sind. Ja, du hast ja zum Glück deinen Deathpoint noch. Das ist das Beste dran. Ja. Warte, ist alles regeneriert? Warte, jetzt. Ah ne, macht einen halben Schaden weniger. Das ist Saphir-Schwert. Also, nee, das Saphir-Schwert macht einen halben Schaden mehr. Also macht dreieinhalb. Okay. Aber übrigens, hier. Siehst du unsere vier geilen Blöcke? Ja, leuchten die? Haben die Leuchtekraft? Nein, haben sie nicht. Habe ich ausprobiert. Die vermutlich nur die Lampen, aber dafür, für die Lampen, muss man zuerst in den Nether. Für die Lampen muss man in... Oder? Nee, gar nicht, aber sie sehen geil aus. Ja. Für die Lampen muss man in den Nether. Okay. Zack. Komm mal raus. Zack. Gut, dann werde ich mich mal wieder auf den Weg machen. Ich habe ein geiles grünes Saphir-Schwert. Nein. Was sollte ich? Ich sollte noch irgendwas mitnehmen. Spitzhacke vielleicht. Ich mach mir mal. Spitzhacken klingt immer sehr gut. Ja. Ich mach mir mal aus Saphir eine Spitzhacke. Wir haben zwar noch nicht so viel davon, aber ich glaube, die baut schneller ab. Zack. Und jetzt habe ich schon zwei grüne. Ja, wir haben ja voll viel Saphire. Ja. Verdammt, Red. Oh, ich habe wieder ein Achievement bekommen. Wir haben schon sechs rote Saphire alleine. Okay, sehr gut. Ich mache mir mal auch, oder ich überlege gerade, ob... Wett. Nein! Damn it. Muss ich unseren Berg reparieren? Ja. Oder unsere Treppe? Nee, Treppe ist heil, aber... Ich leg dir mal hier einen Stack. Nee, doch, ein bisschen hat's erwischt. Ich leg dir den Stack Erde mal hier auf die Treppe und dann kannst du es reparieren. Ich muss nämlich jetzt ganz schnell mein Zeug holen. Sonst despawnt das noch. Hä? Ich bin hier gestorben. Warte. Ja, vermutlich um einiges tiefer. Ja. Nein! Ja! Was haben die denn eigentlich für Probleme? Hier. Sie lieben dich, sie möchten dich umarmen. Nein. Kann man aus Saphir eigentlich auch eine Brustpanzerung machen? Ich glaube nicht. Nee, Saphir. Oder eine Hose oder sowas halt. Gott, ich habe einen Saphir. Nee, man kann da wirklich nur Tools draus machen. Okay. Mist, ich habe keine Erde mehr. Ich habe keinen Kies dabei. Warte, ich bringe mir Kies. Ja, Kies, und Erde bitte. Erde, oh, okay. So, Kies haben wir doch hier bestimmt noch irgendwo. Da, 23 Knopf. Dum. Aua. So, dum. Wo bist du? Da. Hier, du musst einmal. Jetzt ganz schön. Das Blöde ist, jetzt ist dein vorletzter Deathpoint weg. Ich weiß aber noch ungefähr, wo es war. Ungefähr. Wie komme ich da hin? Jetzt bleib doch mal stehen. Hey. Ich hab Wo hier bist dein du? Zeug. Hier, auf der Treppe. Ich sehe dich nicht. Liegt daran. Da, geh mal weiter runter. Ja, no. Das sehe ich. So. Okay. Aber wenigstens liegen hier mal mehr Sachen noch. Wenigstens ein paar. So, das kommt auf 1, das kommt auf 2. Ich hab dich gehört, da oben bist du. Was? Nein, ich habe gerade mit dem Zombie geredet. Ich höre auch Zombies und alles. So. Oder liegt noch vor. Ich wäre ziemlich angepisst, wenn jetzt ein Creeper kommen würde. Mhm.
Ja, wir haben 15 Minuten voll. Und da würde ich sagen, ja, das geht übelst schnell. Aber es macht auch Spaß, muss ich schon sagen. Also ich würde dann sagen, ich gehe in der nächsten Folge meine Items retten. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann ja, lasst mal eine positive Bewertung. Bewertung oder ein Like. Das ist das Gleiche. Oder ja. Nee, nicht ein Like, sondern oder ein Abo. Oder unter genau. Ein Abo. Falls ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Halleluja! Halleluja! Perfekt! Ja, fick dich. Das machen wir dann jetzt. Da? Ja. Ich sehe dich nicht! Nein, das ist falsch. Aua! Ja, ich würde sagen, wir machen das hier jetzt weiter in der nächsten Folge. Da werde ich auch meine Sachen suchen, wie schon gesagt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, tschüdilü.